willkommen zu einer weiteren Runde One in the Chamber. Und ja, ich habe heute, ich bin halt gar nicht dazu gekommen, Hive zu spielen, oder hat eher keinen Bock nicht, weil ich eh wieder nur getargetet werde von so Drecksleuten. Aber das sei jetzt nur so hingestellt. Und zwar habe ich heute die ganze Zeit wieder an den Community-Server gearbeitet, gebaut und alles drum und dran. Und deswegen habe ich vielleicht eine Runde gespielt oder so, dann hatte ich eh keinen Bock mehr, weil Hive einfach suckt. Zurzeit so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz spiele ich jetzt eine Runde und nehme die gleich auf und dann gehe ich wieder auf den Community-Server und baue da ein bisschen. Und ja, falls ein paar Leute jetzt noch nicht mitbekommen haben, der Community-Server ist so ein Server von mir. Wer hätte es gedacht? Für meine Community, wo die dann drauf spielen können. Der Server hat bis jetzt noch 6 Slots. Das ist also relativ viel wenig. Und ja, warte, wieso liegt das hier? Also können noch nicht so viele Leute drauf. Es haben ja auch schon ein paar Leute, wollten schon was spenden, so. Dann hat einer, glaube ich, hat mir eine falsche Passive Card Code geschickt. Und da konnte man irgendwie nachgucken, wie viel da oben ist. Das ging irgendwie nicht. Alter, wie ich gerade abgehe. Ja, und das war halt ein bisschen scheiße. Heißt, ich wusste nicht, wie viel da oben ist. Und konnte also bei Nitrado dann das nicht eingeben, wie viel da dann oben ist. Weil das muss man ja eingeben. Und ja, das war ein bisschen scheiße. Also, wenn ihr mir auch was spenden wollt für den Server, dann bekommt ihr auf den Server, wenn ihr da dann halt drauf spielt, dann müsst ihr, also wenn ihr mir was spenden wollt für den Server, dann schreibt auf jeden Fall euren Ingame-Namen als PN mir, den Passive Cut Code und wie viel da oben ist, weil dann kenne ich mich besser aus, weiß gleich, was ich eingeben muss und so, und dann passt es auch alles. Wenn wir dann genug zusammen haben, der RAM ist ja schon, glaube ich, auch ganz oben, dann werden wir halt die Slots noch erhöhen. Alter, wieso konnte er gleich wegsprinten, so sah ein bisschen like lag oder hack aus, keine Ahnung. Dann könnten wir den zwar jetzt mehr Slots drauf machen. Und wieso bin ich gerade so scheiße, Mann? Ich verliere gegen so Kacknoobs. Und ja, dann können wir den Server halt verbessern. Noch schwer hat ein bisschen geil. Heißt, dass da dann mehr Leute so drauf kommen. Jetzt wieder abstauben, ne? So wäre es dir recht. So ist es dir recht. Ich gehe gleich in eine andere Runde rein, wo nicht so Leute drin sind. Da. Hier, geh rein. Ja, dauert zu lang. Raus. Ich will das schnell hinter mir bekommen, weil ich dann gleich noch am. Ach, Hive, euer Ernst. Ich hasse Hive. So. Ja, oh Gott. Gut. und ja. Am 24. eröffnet er. Habe ich dir schon gesagt. Ich weiß nicht, also ich sag's einfach nochmal. Am 24.12.13 eröffnet der Server. Und ja. Es gibt, also das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Oder weiß ich nicht, ob das bei der anderen Runde war. Es ist kein PvP-Server. Also wir werden jetzt zwar Free for All so reinmachen, wo man dann die Sachen verliert. Auf eigene Gefahr und so, glaube ich. So, wir wissen noch nicht. Aber na, oben am Baum war einen, den habe ich gesehen. Erstmal die fette Kombi hier mitnehmen. Da war der ja. Kommst du her, du Camper? Ja, was? Ja, ey, gut. Wow. Und ja, also es ist so ein Bild, aber mit Plotme und so. Und könnt ihr ja vorbeischauen. Und da habe ich dann auch meinen neuen PC schon. Heißt, ich könnte eventuell streamen, aber mache ich nicht. Weil dann wäre es auch ein bisschen scheiße, weil ihr dann schon alles seht und so. Und das ist auch ein bisschen scheiße und bla bla bla. Also, streame ich dann nicht. Was? Wieso hat den Pfeil nicht geschossen? Eigentlich jetzt ein bisschen uncool. Da, Schritte gehört. Naja, wieso schießt er die Pfeile nicht? Der Zeif. Bam. Okay. Sind auf jeden Fall nicht erst cool. Komm, dann lauf halt weg. Was? Oh Gott. Nein, du kennst mich nicht. Und ich habe auch seit neuestem irgendwie die Gehbewegung aus. Keine Ahnung, ich finde irgendwie. Früher dachte ich so, so kann man doch gar nicht spielen. Sieht wohl hässlich aus, aber jetzt kann ich nur noch so.
Und ich weiß auch nicht wieso, weshalb, warum, aber ist so. What the fuck, Mann. So kann ich den nicht hier. Was war das denn? Hatte ich da gerade 4G Dingsbums oder keine Ahnung, was war das? Oh mein Gott, von hinten der Pfeil. Ich weiß, wie die Leute von da hinten kommen, weil die meisten schwul sind. Und jetzt denkt man nach, warum. Guckt euch Dead Minecraft an, Mann. Dead Minecraft einfach nur. Die Leute hängen im Boden. Ha, oh, ist vorbei? Ja. Ich kann ja schon schreiben. So. Und ich und Jonas haben übrigens einen Clan aufgemacht, für die Leute, die es interessiert. Haben sich gleich, wie wir den gegründet haben, schon voll viel beworben und so. Aber wir haben nicht alle angenommen, weil es einfach viel zu viele waren. Und ja, ich werde noch diese Map hier spielen und dann war es das auch von dem heutigen Video, weil ich habe echt ein bisschen Stress jetzt gerade wegen dem Server, weil es wird noch ein Shop gebaut, wo ihr dann Sachen kaufen könnt, verkaufen könnt. Dann, das müssen wir noch dann alles einstellen, einrichten und bis dann müssen wir noch alles auf Bugs überprüfen und das auf einem Tag, dann dauert das schon ein bisschen so. Aber gut. Muss ja auch mal sein, ne? So. Stipp. Stipp, 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 stipp. Oh. Da ist einer. Nein. Lol, hinter mir ist einer. Manchmal hasse ich One in the Chamber. Aber ja, manchmal. Aber manchmal liebe ich das. Naja, eigentlich nicht. Ich spiele keinen One in the Chamber mehr. Der killt mich jetzt auch. Ach, zum Glück, Mann, zum Glück. Aber dann Mr. Linux. Ich wette, der hat auch noch Linux. Ohne Witz. Oh, jo, jo. Ich werde auf jeden Fall dann mal meine Daten zu meinem PC in die Beschreibung tun. Alter, was geht mit dem Lucy Hund? Der ist voll der Hund, Mann. In die Beschreibung auf jeden Fall reinpacken. Ich gehört, Mann. Was haben die alle so hässliche Skins? Ich verstehe die nicht. Läuft leck. So. Bin ich froh, wenn ich morgen, also wenn ihr das Video seht, heute meinen neuen PC habe, Mann. Also der wird zusammengebaut. Die kommen um 11 Uhr. Und preparen den dann so, also der wird dann so hardcore zusammengebaut. Und dann habe ich den und wird erstmal alles installiert. Battlefield 4 wird geholt. Ich werde mir Battlefield 4, glaube ich, holen. Ich werde mir dann alle Steam-Spiele wieder runterladen, die wo ich oft gespielt habe. Und das war gerade eine harte Kombo, Mann. Und ja, Minecraft werde ich mir dann einfach so rüberziehen, glaube ich. Weil ich will nicht meine ganzen Charts, wo ich mir jetzt schon eingestellt habe, nur mal neu machen. Das wäre ja übel scheiße. Wäre übel echt geil. Hallo? Was machst du da oben? Bist du da ein Pedo oder bist du ein Pedo? Du bist ein Pedo. Du bist ein Pedo. Du hast mich immer in den Eiern. Und das passt mal. Komm da runter. Komm da runter. Wenn ich in dem Pfeil habe, dann bist du tot. Nee. Ha, ja, geschossen. Lol. Dem Hex. Aber ich bin tot. Aber ich habe die Runde auf jeden Fall gewonnen. Ja, und auf jeden Fall war es das jetzt von der kurzen Runde. Es war wieder ziemlich verplant und so. Aber der nichtsdestotrotz kommt es. The Kick. The Kick. Ja, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Morgen weiß ich nicht, was für ein Video kommt. Ich will irgendwie so ein Weihnachtsspecial machen, aber ich habe mir irgendwie noch nichts einfallen lassen. Und ja, deswegen werde ich mir noch was überlegen, was ich mache. Vielleicht auf dem Community Server irgendwie so ein Event aufnehmen auf dem Teamplay oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like. Und bis zum nächsten Mal. Fett Double Time. Yo.